Ja, hallo. Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu einem neuen Let's Play von Angry Birds Space Bazinga. Ja, eine kurze Zusammenfassung, was wir in der letzten Folge so erlebt haben. Wir haben diesen Boss da besiegt, also den Endboss von der ersten Welt, der da auf diesem Wagen war. Da haben wir den Wagen zerstört, dadurch ist er irgendwie ja, besiegt worden. Und dann haben wir dadurch die neue Welt freigeschalten. Also diese Eiswelt ist ziemlich kalt da. Also ja, und ich würde mal sagen, wir starten hier gleich mal mit der Eiswelt. Wir waren hier bei Level 5. Ja, und zwar das Level, wo wir ein paar Mal so gefailt haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann haben wir da ein paar Mal so ein bisschen gefailt. Aber ich weiß es nicht mehr so richtig. Ich glaube schon. So, dieser blaue Vogel, das muss ich jetzt mal kurz loswerden. Also nicht der, sondern der so vereist. Was dahin passiert? Ja, ich glaube, das Dynamit da hinten ist explodiert. Naja, hier sieht man es, dieser blaue Vogel da. Also von der Kopfform sieht er so ähnlich aus wie so ein Tetrapack irgendwie. Ab jetzt ist es für mich der Tetrapack-Vogel. Ja. Bestes Beispiel, wie man den Vogel schlecht einsetzen kann. Naja, aber vielleicht klappt's ja noch. Nee, das kriegen wir nicht mehr hin. So, zweiter Versuch. Das ist voll komisch. Das ist ja eigentlich eine Eiswelt, gell? Aber der Planet ist hier gar nicht vereist irgendwie. Voll komisch. Naja, egal. Ne? So. Den teilen wir dann wieder in drei. Diesen Vogel. Jo, perfekt. Also, einer ist weg. Bleiben noch zwei. Na, scheiße. Das ist immer so ein bisschen schwer, diesen Stein da durchzubekommen. Ja, komm. Ja, perfekt. Perfekt. So, wie mache ich denn das? Ich hoffe mal, das kriege ich noch irgendwie hin. Nee. Ja, auch nicht. Level failed, würde ich mal sagen. Es sei denn, da geht noch was. Nee, da geht nichts mehr. Neustart. So. Angry Birds. Ja, wie ihr vielleicht schon wisst, gab es ja auch schon zwei Teile davor, wenn mich nicht alles täuscht. Also das normale Angry Birds und das Angry Birds Rio. Ja, vielleicht mache ich auch noch ein Let's Play von dem normalen Angry Birds oder von Angry Birds Rio, wie ich gerade gesagt habe. Da mache ich dann vielleicht so. Ja, von beiden nochmal Let's Play und ja, muss ich einfach mal gucken. Oder wenn ein neues ein neues Angry Birds rauskommt, dann mache ich davon vielleicht auch ein Let's Play. Ja, komm, das könnte ich schaffen. Ja, komm. Verreck, du dumme Schweinebacke. Alter. Nein, fast geschafft. Das war diesmal aber schon besser, der Versuch, das muss ich echt sagen. Also, der war schon besser. Naja, das war jetzt aber nicht so gut jetzt, ne? Komm, komm. Ah. Jetzt explodiert gleich wieder das TNT, wie ich gerade gesagt habe. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das bringt nicht gerade viel, wenn das explodiert. Das nützt irgendwie gar nichts. Ich glaube, das ist das TNT, das ist glaube ich nur zur Verwirrung. Da habe ich so das Gefühl irgendwie, dass man so denkt, ja, da gibt es jetzt irgendwie, dass man da irgendwie so das TNT explodieren muss, aber ich denke, das ist gar nicht so. Also, dass man einfach hier so die Vögel abknallen muss, also abschießen muss, beziehungsweise. So, ich frag mich wohl, welcher Planet das ist. Also egal welcher Planet das ist, der ist ziemlich klein, also welcher Planet das in Wirklichkeit ist. Ich tippe mal so auf Pluto, wenn ich mir
so das Größenverhältnis anschaue hier. Ja, das explodiert, das TNT explodiert wieder. Diesmal, nee, klappt auch nicht. Was mache ich da? So, also der eine ist schon weg, der eine Vogel. Jetzt muss ich noch den hier. Ah, dann mache ich so. Dann wird es auch gleich hier vereist. Ja. Jawohl. Jetzt noch einer. Ach nee. Boah, der eine hätte mir noch gefehlt. Das wäre zu schön, um wahr zu sein gewesen. Also, naja. Scheiße war's, ne? So. Also, mach einfach mal weiter. Ich denke mal, das braucht noch ein paar Versuche, bis ich dieses Kack-Level endlich hab. Also, mir fällt da wirklich keine richtige Strategie ein, wie ich das Level schaffen könnte. Da muss ich noch ein bisschen mir was überlegen. Nee, so klappt's nicht. Auf keinen Fall klappt es so. Wie mache ich denn jetzt? Ich probiere mal den Vogel so da zwischen dem zweiten und dritten Kreis hinzuschießen. Ich glaube aber nicht, dass das mir gelingen wird. Aber naja, man kann es ja mal probieren. Nee. Das ging jetzt völlig nach hinten los. Leider. Hier ist schon mal. Hier ist wieder dieses Weltraumschweinchen. Also eins ist schon weg. Fehlen nur noch zwei. Könnte aber trotzdem knifflig werden. Also. Eins noch. Wie viel habe ich noch übrig? Ah, ja. Das kann funktionieren. Ich jetzt richtig treff. Naja. Richtig getroffen war das jetzt nun mal nicht, oder? Wie seht ihr das? So. Oh, kommt mein TNT. Bitte jetzt. Jetzt muss es aber klappen. Mann, egal was ich mache, der dieses Weltraumschweinchen, das mich jetzt so verlegen angrinst, bleibt immer in der Mitte von diesem Steinkreis. Das ist echt komisch. Also da hat man kaum Chancen. Das ist echt ziemlich schwer. So, jetzt kommt wieder mein Dreier-Typ, also Dreiervogel. Ja, da bringt das Dynamit bringt er wieder, also das TNT bringt er wieder zum Explodieren. Ja. Oh nee, fast. Was für eine Vogelverschwendung hier. Ne? So. Ah, nee, ich hatte drei Vögel übrig und die habe ich jetzt ziemlich verschwendet. Ich hätte das schaffen müssen, ich habe es aber nicht geschafft. Ja, so kann man sich eine gute Situation verspielen. So, den teilen wir wieder in drei, dann hat jeder was davon. Nicht. Aber naja, komm, hier. Da schieße ich eher durch das Eis. Bringt aber nicht viel, weil der daneben fliegt. Richtig kacke. Der fliegt daneben, du. Das glaubst doch kaum. So, einen habe ich jetzt noch, um den Typ, einen Typ zu bezwingen. Schaffe ich nicht. Boah, wie lange mache ich jetzt schon an dem Level rum? Das ganze Let's Play hier und am letzten habe ich hier auch schon ewig rumgehackt, ey. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Eieiei. So, hier kommt wieder dieser Mini-Vogel, aber der hat es ganz schön in sich. Der teilt sich hier. Ja, also, einer ist weg. Jetzt noch der hier. Ach, komm. Ah ja. Ach, ich habe irgendwie so eine Idee. Also, wenn es jetzt nicht klappt, dann probiere ich die mal nächstes Mal. Da könnt ihr gespannt sein, was die Idee ist. Wow. Jetzt muss ich den treffen. Oh, muss ich doch nicht. Ja, endlich habe ich dieses verflixte Level geschafft. Es gibt sogar noch zwei, drei Sterne.
Drei Sterne. Hier sieht man wieder die Eisbrocken. Die sind jetzt wieder da, hier, ne? So. Hier kommt wieder der Tetra-Pack-Vogel. Ja, ich probiere mal jetzt hier dieses. Na, ich probiere mal so rum zu schießen. Ja. Ach, ja, das war gar nichts. Das war nichts. Das war nix. So. Jetzt kommt der Bombenvogel. Hier. Der Bombenvogel. Der wurde bestimmt von so einer Terrororganisation hier gebaut. Wie heißt es? Ah ja, Al-Qaida. Al-Qaida hat diesen Terrorbombenvogel bei Angry Birds erschaffen. Ja, super. Ja. So. Ja, diese Vögel rutschen auf diesem Eis weg. Wie mache ich das jetzt am besten? Wie mache ich das jetzt? Aber ich probiere da lang, also so wieder. Ach nee. Dritter Versuch. So. Jetzt probiere ich ja wieder mit dem Eisvogel das zu zerschmelzen lassen. Da kommt der hier. Der Dreier. Er müsste den wegmachen. Der flotte Dreiervogel. Und jetzt probiere ich mal mit dem Bombenhengst, dem Al-Qaida-Vogel, das TNT zu sprengen. Ja, komm. Ach, knapp. Also es kann sein, dass es schon klappt. Also dass es jetzt halt nur mega Pech war gerade eben, weil der Stein dann explodiert ist und nicht den Typ getroffen hat. Das kann gut sein, dass das so ist. Das kann ich mir sogar vorstellen. So, der flotte Dreiervogel. Ja, perfekt. Den Bombenvogel benutze ich jetzt noch dafür, um den anderen Typ hier zu sprengen. Jo, perfekt. Nächstes Level. Das ist jetzt erst das dritte Level in diesem Part. Also erst das dritte. So, ein Stern. Ich weiß bei bestem Willen nicht, wie man hier drei Sterne bekommt. Aber naja. So, hier sind ganz viel Schnee, zwei Schweineschneemänner. So einen muss ich auch mal bauen, so einen Schweineschneemann. So, pow. Naja, hat jetzt nicht wirklich viel gebracht. Aber naja. So. Komm. Nee, nee, nee. Noch nicht ganz weg. Also das Level erscheint jetzt wieder, also wie das andere, ziemlich schwer. Also so sieht's zumindest aus. Das wird mal wieder so ein Level, wo man ziemlich lange braucht. So, ich würde mal sagen, ich beende jetzt den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn ich schon daran bin, kann ich die kurze Zeit jetzt auch nutzen, um mein nächstes Projekt anzukündigen. Also, ich plane im Moment, also ich muss noch gucken. Da jeder Let's Player, irgendwie fast jeder Let's Player so ein Scheiß-Simulatoren-Spiel hat, mache ich natürlich da auch mal mit und nehme das Skigebiet Simulator 2012. Ja, das wird dann im Laufe des nächsten Monates folgen. Ja, da könnt ihr schon mal gespannt sein. Wird wahrscheinlich richtig kacke, weil solche Spiele, ich finde solche Spiele eigentlich auch kacke, aber man kann es ja mal probieren.